bin's, euer Amadeus. Liebe Kinder in den Kindergartengruppen, ihr glaubt ja nicht, was ich für euch organisiert habe. Soll ich euch das verraten? Also ich bin schon ganz aufgeregt. Also, das kam so. Ich saß neulich in meinem Büro und arbeitete so vor mich hin. Amadeus Meyer-Tippkötter hier, hallo. Hallo, Herr Meyer-Tippkötter. Ich rufe im Auftrag der letzten Kita-Sprecherrunde an. Ah, hallo. Wir haben lange über die Besichtigungen bei der Feuerwehr gesprochen. Oh, ja, aber die können ja leider noch zurzeit noch gar nicht stattfinden. Das ist ja das Problem. Die Kinder sind sehr enttäuscht. Sie haben sich so drauf gefreut. Ja. Besonders die Großen, die nach den Sommerferien in die Schule gehen. Und da hatten wir die Idee, ob man nicht wenigstens digital als Film einige interessante Sachen von der Feuerwehr den Kindern zeigen könnte. Oh, also die Idee klingt ja gut. Also, ja, das finde ich toll. Ich könnte ja mal bei der Feuerwehr anfragen. Ah, das wäre nett. Würden Sie mir dann eine Rückmeldung geben? Ja, klar. Also, ich muss hier noch eben was fertig machen und hier meine Sachen sortieren. Und dann rufe ich aber sofort bei der Feuerwehr an, ja? Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ich melde mich dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Und wo sind wir jetzt hier? Also, das ist hier der Bürobereich der Feuerwehr Paderborn. Vorne links hat der Chef sein Büro, falls du da mal hin musst. Und in den anderen Räumen, da arbeiten die ganzen Verantwortlichen für die Bereiche Ausbildung, Technik, Rettungsdienst und die allgemeine Verwaltung. Aha. Das ist also jetzt hier praktisch die Teppichbodenabteilung. Na bitte mehr Respekt, ja. Hier wird schließlich alles organisiert, was man für die gesamte Feuerwehr, den Rettungsdienst und Krankentransport im Stadtgebiet braucht. Wie groß ist denn die Feuerwehr Paderborn? Das sind rund 750 Ehrenamtliche an 10 verschiedenen Feuerwehrstandorten. In den verschiedenen Einsatzabteilungen gliedern die sich und den Jugendfeuerwehren und musiktreibende Züge und die Ehrenabteilung. Natürlich dann noch 250 hauptberufliche Einsatzkräfte. Ach, und an den ganzen Standorten, da stehen Einsatzfahrzeuge rum? Na klar. Über 100 Einsatzfahrzeuge verteilt im ganzen Stadtgebiet und um möglichst überall schnell Hilfe leisten zu können. Ja, und natürlich noch 20 Abrollcontainer und Fahrzeuganhänger mit verschiedenen Einsatzmitteln. Pah! Wie kann man da im Einsatzfall denn den Überblick behalten? Das zeige ich dir jetzt hier in der Einsatzzentrale. Müssen wir uns hier auch anmelden? Das dauert aber. Ja, du weißt ja nicht, was da gerade los ist. Viele Einsätze zur gleichen Zeit oder Telefonanrufe. Tag. Hallo, ich bin mit dem Anwärter hier unterwegs. Stören wir gerade? Alles gut. Gut, wir setzen uns vorne hin, ne? Ja. Eigentlich alles ganz aufgeräumt und übersichtlich. Tja. Du, früher, da hatten wir in den Leitstellentischen lauter kleine Knöpfe und überall war es am Blinken für jede Funktion ein Schalter. Heute geht das meiste über Computer. So, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal so ein Headset. Sieht das cool aus? Das sieht cool aus. Also, hier können alle Telefonanrufe angenommen und weitergeleitet werden, Funkrufe und... Natürlich wird hier auch die Einsatzdokumentation gemacht. Man kann sehen, wo sind die Hydranten im Stadtgebiet. Und da oben, da siehst du so eine Übersicht. Da sind alle Fahrzeuge der Feuerwehr Paderborn hinterlegt. Und die Einsatzbesatzung, die kann Zahlen senden. Und die erscheinen dann da oben. Und man kann sehen, welches Fahrzeug ist einsatzbereit. Auf der Feuerwache oder unterwegs und welches Fahrzeug hat gerade irgendwo einen Einsatz? Das ist ja alles total modern. Das kann man wohl sagen. Oh, was ist denn das da?
Das eine ist ein Funkgespräch jetzt und da vorne ist jetzt ein Telefonanruf, aber der ist von der Stadtverwaltung. Da kannst du jetzt mal reingehen. Soll ich da einfach draufdrücken? Ja. Feuerwehr Paderborn, Rudi Ratte, was kann ich für Sie tun? Hallo, hier Maya Tippkötter. Ich rufe im Namen der Kitas an. Wir haben doch das Problem, dass zurzeit keine Besuche mit den Kindergartengruppen möglich sind bei der Feuerwehr. Und da wollte ich mal anfragen, ob man das nicht digital machen könnte. Gute Idee. Wir haben da sogar ein Team junger Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem ganzen Kram digital und so bestens auskennen. Psst, das muss der Chef entscheiden. Ich höre gerade, da muss natürlich der Chef mal sich das anhören und entscheiden. Ich stelle mal einfach durch, ja? Ja, klar. Stellen Sie mich bitte durch. Wie war nochmal Ihr Name? Brandmeisteranwärter Rudi Ratte. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Na, wie habe ich das gemacht? Super. Ich habe da so eine Ahnung, wer jetzt demnächst... Die Feuerwehr Schmitz, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Amadeus Meyer Tippkötter hier. Ich rufe im Auftrag der Kindertageseinrichtungen an. Wir haben doch das Problem, dass zurzeit keine Besuche auf der Feuerwache möglich sind. Ja, das ist richtig. Sie wissen ja gerade jetzt bei dieser Pandemie, wenn da jemand von außen kommt und infiziert unsere Mitarbeiter, dann fällt eine ganze Feuerwache aus und dann können wir den Leuten nicht mehr helfen. Und das können wir natürlich nicht machen. Die sind ja dann nicht zu ersetzen. Das geht jetzt leider nicht. Ja, das verstehe ich. Genau. Und da wollte ich mal anfragen, ob man da nicht was Digitales machen könnte. Paderborn ist doch digitale Stadt. Und Ihr Kollege aus der Telefonzentrale sagte, Sie hätten sogar Spezialisten für digitale Filmaufnahmen. Wir haben Spezialisten für digitale Filmaufnahmen? Interessant. Wie heißt denn der Kollege? Das war der Rudi Ratte. Also prinzipiell habe ich natürlich nichts dagegen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir helfen können. Aber wie gesagt, im Moment Infektionsschutz sehr, sehr schwierig. Ich melde mich gerne bei Ihnen zurück. Ich muss mich mal informieren. Geben Sie mir doch mal Ihre Telefonnummer, dann melde ich mich. Oh, also vielen, vielen Dank, Herr Schmitz, wirklich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Bis bald dann. Ja, dann würde ich sagen, sobald ich Näheres weiß, melde ich mich gerne wieder mal zurück. Tschüss. Guten Tag zusammen. Ich suche den Kollegen Rudi Ratte. Hier, Chef. Ah, ja, guten Tag. Ich hatte gerade einen Anruf. Da ging es um Brandschutzerziehung. Ja. Und da wurde mir gesagt, wir hätten Spezialisten, die solche digitalen Filmaufnahmen unterstützen können. Ja. Wer ist das denn? Ich dachte an Dennis und Simon. Aha. Die beiden könnten das also mit begleiten. Ich glaube schon. Das wäre eine tolle Sache. Das müssen wir natürlich auch unterstützen, dass die Brandschutzerziehung da weitergeht. Ja, aber dann wäre es natürlich auch wichtig, ihr wisst, dass Anne Wegner ja zuständig ist für die Brandschutzerziehung aus dem vorbeugenden Brandschutz. Aber ihr beide müsst sie dabei dann auch tatkräftig unterstützen. Wir? Ja, selbstverständlich. Na gut, ja. Okay, das wird eine tolle Sache. Das freut mich. Ich habe auch eine Telefonnummer, da könnt ihr euch dann gleich zurückmelden, beziehungsweise Frau Wegner, damit die Kontakte entsprechend hergestellt werden können. Kann ich mich darauf verlassen? Aber sicher, Chef. Super. Hundertprozentig. Dankeschön. Ja, so war das. Und nun darf ich euch verraten, dass wir in Kürze digital die Feuerwache besuchen können. Rudi Ratte wird uns beim digitalen Besuch auf der Feuerwache begleiten und uns die Arbeit der Feuerwehr erklären. Ihr könnt natürlich eure Fragen an die Feuerwehr im Kindergarten sammeln, aufschreiben und an mich schicken. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, was ihr auf der Feuerwache gerne sehen wollt, dann lasst es mich wissen und ich leite das an die Feuerwehr weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss,
sagt euer Amadeus Meyer-Tippkötter.